Ja, ich befinde mich jetzt hier in Tagulutxe. Tagulutxe ist ein kleines Dörfchen am Rand auf der Kanareninsel La Gomera. Hier wohnen vielleicht noch 30 bis 40 Einwohner. Und das liegt daran, dass hier in diesem Tal ja keine große Arbeit sich befindet. Und es befindet sich am Rand von La Gomera. Hier kommt man nur hin über eine Passstraße und es sind über 1000 Meter Höhe, die man hier überwinden muss, um hier wieder runter in dieses Tal zu fahren. Und das zeige ich dir mal, was wir hier sehen können. Und zwar zum einen hier sind diese ganzen Terrassenfelder, die heute teilweise noch bewirtschaftet sind. Und von diesen ganzen Häusern, die wir hier haben, haben wir halt einen tollen Meerblick runter auf den Atlantik. Und ganz oben links siehst du vielleicht die Passstraße, die man hier benutzen muss, um hier runter in das Tal zu gelangen. Ja, hier unten befindet sich der Atlantik und hier am Rand von dem Dorf befindet sich eine kleine Kapelle. Das ist die Ermita von San Salvador und die kommen gerne am Wochenende die Einheimischen hin, um hier Fiesta zu feiern. Vielleicht erkennst du im Hintergrund der Kapelle ein paar Bänke, wo man dort dann mit tollem atemberaubenden Blick auf den Atlantik dann feiern kann. Ja, und im Hintergrund im Atlantik erkennst du vielleicht die kleinste aller kanarischen Inseln, die Insel El Hierro. Die befindet sich hier ca. 50 Kilometer von der Küste entfernt und heute so einigermaßen gut zu sehen. Ja, und mit diesem tollen Blick auf den Atlantik und dann nochmal einen Schwenk in die Berge verabschiede ich mich hier von dem kleinen Ort Tagulutxe auf der Kanareninsel La Gomera.